Heute für euch, warum Lord Voldemort nie wirklich nach den Heiligtümern des Todes gesucht hat. Das und mehr jetzt in diesem Video. Ich denke, es ist allgemein bekannt unter den Harry Potter Fans, dass der Elderstab der mächtigste Zauberstab der Welt ist. Gepaart mit dem richtigen Zauberer ist dieser Stab unübertroffen und kann unglaublich verheerend sein. Deshalb hat es mich auch überrascht, dass Lord Voldemort über 7 Jahrzehnte lang nie nach ihm gesucht hat, ihn nie haben wollte und vor allem auch das Gefühl hatte, dass er ihn nie gebraucht hätte. Es war nur, als er keine andere Wahl mehr hatte, Harry Potter zu töten, dass er den Stab verfolgte und auch fand. Es ist nicht bekannt, ob er den Zauberstab nur zu diesem Zweck wollte und ob er danach wieder seinen alten Stab benutzen würde. Aber meine Frage ist, warum sollte der mächtigste dunkle Zauberer der Welt sich nicht mit dem mächtigsten Zauberstab der Welt paaren wollen? Wenn ich darüber nachdenke, dann war Voldemort schon irgendwie darauf geneigt, Artefakte und mächtige Gegenstände zu besitzen, die irgendeinen Bezug zu Macht hatten. Und eigentlich hatte er kein Verlangen nach den Heiligtümern des Todes, was irgendwie komisch ist. Betrachten wir heute also mal, warum Voldemort nie nach den Heiligtümern des Todes suchte. Lord Voldemort gilt als der mächtigste dunkle Zauberer aller Zeiten. Also sollte es nur irgendwie auch Sinn machen, dass er auf seinem Weg zur Macht als junger Tom Riddle zumindest auf den Elderstab stößt, jedenfalls auf die Geschichten davon. Der Elderstab war ein Zauberstab wie kein anderer. Er war etwas, das als etwas angesehen wurde, das eine Stufe über allem anderen stand, über jedem Zauberstab. Er war unmöglich zu replizieren, weil nicht alle seine Eigenschaften entdeckt wurden und die, die entdeckt wurden, wie sein Kern und seine Holzart, schwer zu kombinieren waren und die Umstände nicht korrekt auftraten. Und dennoch wurde der Elderstab nur mit einem Ziel erschaffen, um nur von den mächtigsten Zauberern benutzt zu werden. Er war nur den Stärksten treu und wechselte die Loyalität, wenn er spürte, dass es einen stärkeren Zauberer gab. Die Legenden des Zauberstabs und der anderen Heiligtümer waren Mythen, die nicht existierten. Aber Voldemort war sich dessen nur allzu bewusst, dass Magie und Mythen normalerweise miteinander verbunden sind und normalerweise auch real sind. Er suchte jedoch nie den Zauberstab oder die anderen Heiligtümer, obwohl sie extrem mächtig waren. Ich dachte, selbst in seiner Jugend wäre der Erwerb eines solch mächtigen Objekts etwas gewesen, das er unbedingt haben wollte. Denn er war unglaublich talentiert während seiner Schulzeit und hatte Dinge getan, von denen andere Schüler nur träumen würden. Erforschen und experimentieren in unerprobten Bereichen der Magie war das, worin er sich auszeichnen wollte. Er hatte ebenfalls von Nekromantie gehört, wenn auch nur theoretisch. Es war etwas, das noch niemand erreicht hatte. Es war nur ein weiterer Mythos, der für unmöglich gehalten wurde. Nicht einmal Gellert Grindelwald konnte Tote wiederbeleben. Er hatte fälschlicherweise gehofft, dass der Stein der Auferstehung das für ihn tun würde. Doch der dunkle Lord erschuf stattdessen hunderte von untoten Soldaten, die er nach eigenem Empfinden befehligen konnte. Er war stark auf Symbolik fixiert und alles musste eine Bedeutung für ihn haben. Deshalb wurden seine Horcruxe sorgfältig ausgewählt und auch die Anzahl. Dieser Zauberstab erweitert die Grenzen der Magie auf eine völlig neue Ebene und deswegen wundert es mich, dass er ihn nicht gesucht hat. Also ich frage wieder, warum suchte er nicht nach dem Elderstab? Die Sache ist die, es ist nicht so, dass er den Zauberstab nicht wollte. Ich meine, wenn er ihn gehabt hätte, bin ich mir ziemlich sicher, dass er ihn benutzt hätte. Aber die Wahrheit ist, er brauchte ihn eigentlich nicht. Er hatte keine Verwendung dafür und ich glaube, ich weiß warum. Voldemort wusste, dass er derjenige war, der die Macht besaß. Alle seine Errungenschaften waren von ihm. Er vollbrachte unvergleichliche Magie, aber er glaubte, dass die Macht immer vom Zauberer kommen sollte. Der Zauberstab sollte nur die Magie kanalisieren, nicht zu ihr beitragen. Er sah es als einen einfachen Weg an und würde keinen magischen Gegenstand haben, der seine Macht als Zauberer widerspiegeln sollte. Selbst als er im Begriff war, Severus Snape zu töten, war er sich sicher, dass dieser sich ihm widersetzte und bemerkte, dass es seine außergewöhnliche Magie war, die den Zauberstab auf dem aktuellen Stand gehalten hatte, der immer noch unter seiner Macht stand. Er war außergewöhnlich, aber einer, der Widerstand leistete. Also, wenn es darauf ankam, wollte Voldemort den Elderstab nicht, und doch brauchte er ihn. In der Tat war er einer der wenigen, wenn nicht sogar die einzige Person, die keine Verwendung für alle drei Heiligtümer des Todes hatte. Betrachten wir zum Beispiel den Stein der Auferstehung. Er gab dem Besitzer die Macht, seine geliebten Menschen zurück in die Welt der Lebenden zu bringen, und ich glaube nicht, dass jemand das ablehnen würde.
Der dunkle Lord würde höchstwahrscheinlich über die Entscheidung lachen, den Stein der Auferstehung zu wählen, wenn man eins der Heiligtümer wählen könnte. Zunächst einmal hasst und fürchtet er den Tod. Daher würde er sich nicht mit einem Objekt in Verbindung bringen wollen, das es Menschen erlaubt, der Schwäche des Todes zu erliegen und mit den Lebenden zu interagieren. Er würde dann angeekelt sein, glaube ich. Hinzu kommt die Tatsache, dass er keine geliebten Menschen hat, die er überhaupt zurückbringen möchte. Er hasste seine Mutter, die das Leben aufgegeben hatte, sowie seinen Vater, seine Großeltern und seinen Großvater mütterlicherseits und Onkel, weil sie die Linie der Slytherins entehrt hatten. Von allen Heiligtümern wäre der Stein der Auferstehung wahrscheinlich die letzte Wahl des Dunklen Lords gewesen. Dann haben wir noch den Umhang der Unsichtbarkeit, der angeblich der mächtigste Unsichtbarkeitsumhang der Welt sein soll. Gerüchten zufolge wurde er aus Testralhaut hergestellt, neben anderen unbekannten Materialien, und er soll den Träger vor dem Tod selbst verbergen. Realistisch betrachtet gibt es jedoch niemanden, vor dem Voldemort sich verstecken müsste, da es keine Herausforderung gibt, der er sich nicht stellen würde, um seine Ziele zu erreichen. Bezüglich der mythischen Seite der Dinge und des Märchens von den drei Brüdern, in dem der Mantel den Träger vor dem Tod verbergen kann, ist klar zu erkennen, dass dies für den Dunklen Lord nicht zutrifft, da er den Tod besiegt hatte und an die Welt der Lebenden mit seinen Horcruxen gebunden war. Ich könnte mir also vorstellen, dass Voldemort dem Tod direkt ins Gesicht starrt und darüber lacht, was der Tod nicht vergessen würde. In Bezug auf den Elderstab habe ich bereits erwähnt, dass Voldemort ihn nicht brauchte oder begehrte. Es war nur wegen unvorhergesehener Umstände, dass er Harry Potter nicht mit seinem eigenen Zauberstab töten konnte. Obwohl ich froh bin, dass dies der Fall war, frage ich mich gleichzeitig, welchen Höhepunkt er hätte erreichen können, wenn er tatsächlich der wahre Meister geworden wäre von dem Elderstab und auch von allen drei Heiligtümern des Todes. Das ist jedoch nur ein Szenario, über das wir spekulieren können, und wer weiß, was geschehen wäre. Und das war's schon mit dem Video darüber, warum Lord Voldemort nie nach den Heiligtümern des Todes suchte. Wenn ihr etwas hinzufügen wollt, tut das gerne in den Kommentaren. Falls dir das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.